Maximiliane Irene von Quint wächst ohne Vater und Mutter auf. Sie lebt bei ihren Großeltern in Hinterpommern. Einst wird sie das Gut Pönichen erben. Ihre Welt ist Pönichen und Pönichen ist der alte Quint. Ich meine, dieses Kind. Ein Mädchen mit 18 liebt jeden, der in die Nähe kommt. Nicht? Sie ist wie ein frisch gepflügter Acker, der nach Saat verlangt. Gut, Quint. Maximilianes Mutter Vera konnte mit ihrem zweiten Mann Dr. Daniel Grün dank der Hilfe des alten Quint emigrieren. Maximiliane hat Viktor Quint, einen entfernten Verwandten, kennengelernt. Wie lange bleiben Sie noch im Internat? 2 Jahre noch. Wenn mich vorher keiner wegholt. Die Erbin zeigt dem Gast ihr Pönichen. Sie ist sich nur vage des Wunsches bewusst, der sie dabei treibt. Sie will ihn für sich gewinnen. Von hier aus sehen Sie nichts als Pönichen. Norden, Süden, Osten, Westen, alles Pönichen. Ja, kommen Sie. Ach, das bringt Glück. Das ist unser See. Sehr schön. Und da... Da, da stehen die besten Hechte. Und so lang. Und solche Aale. Können Sie angeln? Nein. Was ist das für eine Karte? Da hat unser Inspektor gewohnt. Der Inspektor? Der konnte im Stehen rudern. Und abends blies er immer auf der Trompe de Chasse. Auf was, bitte? Auf einem Horn. Quint, was hat ein Obertruppführer beim Arbeitsdienst eigentlich zu tun? Im Wesentlichen sind wir mit der Heranbildung einer anderen, neuen Jugend beschäftigt. Der Dienst an unserem Volke alles und alles andere nichts bedeutet. Ja, ja, ob man das so sagen darf. Aber wie sieht es denn zum Beispiel bei Ihnen selbst aus? Sagt Ihnen Ihr persönliches Glück gar nichts? Nur insofern, als es mit dem Glück des völkischen Ganzen identisch ist, Herr Baron. Naja, wenn das alles so stimmt, da hätten wir es bei Ihnen entweder mit einer Maschine oder einem Heiligen zu tun. Aber so wirken Sie nun auch wieder nicht. Trinken Sie ein 2 Etagen? Echter pommerscher Landwein. Eigenbau. Danke, ich trinke keinen Alkohol. Ich brauche einen klaren Kopf. Ja, also zu klar darf der Kopf auch nicht immer sein. Wie meinen Sie das? Aber etwas Konfekt dürfte sich doch mit Ihren Prinzipien vertragen. Falls es nicht zu sehr verweichlicht. Danke. Maximilian? Nein, danke. Spielen Sie vielleicht Schach? Dazu fehlt mir meistens die Zeit. Natürlich. Sie haben Höheres im Sinn. Sie sagen es, Herr Baron. Der Reichsarbeitsdienst, so wichtig er für die Menschenformung ist, konnte mir auf die Dauer nicht genügen. Ich habe zum 1. Januar einen Ruf an das Reichssippenamt in Berlin, Schiffbauer Damm. Eine neue Dienststelle, ein neuer Aufgabenbereich, unmittelbar dem Reichsführer SS unterstellt. Donnervetter! Dem Reichsführer SS! Gratuliere! Es lässt sich also auch dienstlich ermöglichen, dass ich die eben erst begonnenen Studien über die pommerschen Quints fortsetze. Wenn also die Aufforderung des gnädigen Fräuleins Weihnachten betreffend... Was meinst du dazu, Sophie Charlotte? Müssen wir das heute Abend schon entscheiden? Ich für meine Person kenne zwar Müdigkeit nicht, aber ich möchte mich noch einige Stunden in meine Arbeit vertiefen. Bedanke mich, wünsche allseits eine angenehme Nachtruhe. Gute Nacht. Gute Nacht.
Du kannst deine Galle wieder loslassen, Sophie Charlotte. Hier liegen die Toten, Quint. Sie finden die Ahnen doch viel interessanter als ihre Zeitgenossen, hm? Nur wenn ich tot bin, können Sie mich hier mal besuchen. Frieren Sie, gnädiges Fräulein? Och, ich friere nie. Fühlen Sie mal. Tja, der da ist zum Gedenken an meinen Vater. Der ist in Frankreich gefallen. Wo? Das weiß ich nicht. Ja, und das ist meiner. Hier werde ich mal liegen. Ich bin der letzte Spross am Stamm der Quints. Pferde gehen ja wie Lämmer. Darf ich? Bitte. Aber nicht so fest. Wie lange bleiben Sie noch im Internat? 2 Jahre noch. Wenn mich vorher keiner wegholt. Nicht so feste. Man muss den Pferden zeigen, wer der Herr ist. Die Zeit der Abreise ist gekommen. Beim vorzeitigen Abendessen, Hammelfleisch mit Roggen, das ganze deutsche Volk ist an diesem Sonntag Eintopf oder sollte es zumindest tun, ist noch einmal ein Disput in der Art des gestrigen entstanden. Es geht um die Abtretung von 1000 Morgen Pönicher Land für Manöverzwecke an die Wehrmacht, um den Friedenswillen des Führers und um die Frage, ob man den Krieg vorbereiten müsse, um ihn zu verhindern. Die beiden Männer sind zu keiner Übereinstimmung gelangt. Nicht zuletzt deshalb, weil Viktor nicht ganz zu Unrecht in jedem zweiten Satz Quints eine Anzüglichkeit wittert. Dieser junge Quint ohne D ist ein Mann mit Idealen und Grundsätzen. Es ist nur die Frage, ob es die richtigen sind. Na, jedenfalls ist mir jemand, der von etwas Falschem überzeugt ist, lieber als einer, der von gar nichts überzeugt ist. Hast du das gesehen? Er legt die Hand auf das Kind. Aber mein tut er doch Pönichen. Ja, Sophie Charlotte, das tut er. Aber das tue ich auch. Und das tut das Quint-Kind auch. Wir meinen alle dasselbe. Und so denke ich, dass die Rechnung aufgeht. Naja, und jetzt gebe ich die 1000 Morgen der Wehrmacht für ihre Manöver. Und mit dem Geld zahle ich die Hypothek ab. Ein Stück Pommern für die Frau eines flüchtenden Juden. Aber liebt sie ihn denn, Quint? Ja, meinst du jetzt Vera oder Maximiliane? Ich meine dieses Kind. Ein Mädchen mit 18 liebt jeden, der in die Nähe kommt. Sie ist wie ein frisch gepflügter Acker, der nach Saat verlangt. Gott, Quint. Sophie Charlotte aus Königsberg. Wer hat dich denn gefragt, ob du den pommerschen Krautjunker liebst? Na, siehst du? Es geht doch ganz gut mit uns beiden. Es geht sogar immer besser. Dann mach nicht schon wieder deine ostpreußischen Augen. Ja? Die haben mich oft genug erschreckt.
Setzen wir uns da nicht eine Laus in den Pelz, Quint? Vermutlich. Aber die Laus wird meistens in Berlin sein. Und wir behalten wenigstens den Pelz. Was ihr tut, tut ihr hinfort aus Liebe zum Anderen. Und Liebe zum Nächsten ist Liebe zu Gott und Liebe in Gott. Im Anderen liebt ihr Gott, im Anderen liebt ihr die Welt. Einer trage des Anderen Last. So frage ich dich also, Viktor Quint, willst du diese hier anwesende Maximiliane Irene von Quint vor Gott und den Menschen zum Weibe nehmen, sie lieben und achten und ehren, Freud und Leid mit ihr teilen und alle Zeit eines Seel und eines Leibes mit ihr sein, bis dass der Tod euch scheidet? So antworte mit Ja. Ja. Also frage ich auch dich, Maximiliane Irene von Quint, willst du diesen hier anwesenden Viktor Quint vor Gott und den Menschen zum Manne nehmen, ihn lieben, achten und ehren, ihm den schuldigen Gehorsam erweisen, Freud und Leid mit ihm teilen und alle Zeit eine Seele und eines Leibes mit ihm sein, bis dass der Tod euch scheidet? So antworte mit Ja. Ja. So verbinde ich euch im Namen Gottes des Herrn und seines eingeborenen Sohnes Jesu Christi zu Mann und Weib von nun an und in Ewigkeit. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen. Nimm denn meine Hände. Als diese Worte gesungen werden, meint Maximiliane den Mann an ihrer Seite und nicht den Herrn über sich. Sie ist angefüllt mit gutem Willen. Wenn aber Viktor später von ihm und sein Reich wird kommen spricht und Hitler meint, wird Maximiliane Gott meinen. Später, bitte Sie. Herr Rieper, mein Koffer ist doch auf dem Bahnhof. Und nun ist es, glaube ich, an der Zeit. Der Baron hält die Festansprache, die letzte große Tischrede seines an Reden nicht armen Lebens. Das Ende ansteuernd begrüßt er alle Gäste namentlich und erwähnt auf einen warnenden Blick seiner Frau hin auch noch die Witwe Quint aus Breslau, Viktors Mutter, die er fast vergessen hätte. Zauberndes Familienmitglied dazu gewonnen, nicht wahr? Aus dem schlesischen Stamm, den ich bisher, muss es reuevoll bekennen, leider allzu wenig kenne. Aber ein bedeutender deutscher Dichter hat sich einmal einen schlesischen Quint zum Vorwurf als Romanhelden erwählt. Der Roman heißt Der Narr in Christo Emanuel Quint. Ich selbst kenne das Buch leider nicht, aber wie ich gehört habe, ist es ein Werk von Rang.
Emanuel Quint. Ebenso ohne D. Ob der Mann in der Quintschen Stammtafel aufgeführt ist, darüber kann vielleicht der Bräutigam uns eine Mitteilung machen. Er scheint ja ein Fachmann auf diesem Gebiete zu sein. Der Beiname Narr in Christo. Lass es nun gut sein, Quint. Ich habe in diesem Haus bereits einmal erwähnt, dass mein Großvater väterlicherseits diesen Gerhard Hauptmann wegen Diffamierung verklagt hat. Einen sogenannten deutschen Dichter, der sich nicht entblödete, den Namen einer alten deutschen Familie durch den Schmutz zu ziehen. Was ist denn dieser sogenannte Held des Romans? Doch nichts anderes als ein Wahnsinniger, ein Herumtreiber, ein Saufbold und religiöser Schwärmer. Eine verantwortungslose Kreatur, die, übertragen in unsere heutige Zeit, als Volksschädling rücksichtslos ausgemerzt werden müsste. Aber unter dem Deckmantel des Christlichen haben sich ja schon seit jeher Verrückte, Verbrecher und Parasiten... Nicht weiter, Herr Quint. Schließlich sind Sie erst vor wenigen Stunden christlich getraut worden. Ich gestehe, ich bin bestürzt, dass Sie in diesem Augenblick, bei diesem feierlichen Anlass, die christliche Religion in einer Weise angreifen, die ich nicht dulden kann. Ach was, Trauung, festlicher Anlass. Was glauben Sie denn, was ich wirklich über dieses ganze Brimborium, über diesen ganzen christlichen Zinnober denke, den ich da heute über mich ergehen lassen musste? Aber in meinem Hause wird ein neuer Geist einziehen, darauf können Sie Gift nehmen. An meinem Tisch wird eine andere Sprache gesprochen werden. Wovor uns Gott bewahren möge. Ein Narr in Christo ist immer noch besser als ein Narr in Hitler. Viktor? Vergiss es doch endlich, Viktor. Mir zuliebe. Ich habe mich so auf unsere Hochzeitsreise gefreut. Ich war doch noch nie an der Ostsee. Das soll er nicht nochmal mit mir machen. Er hat es doch nicht so gemeint. So, da bin ich aber anderer Ansicht. Der Herr von Quint meint nämlich immer genau das, was er sagt. Na, noch manches andere, was er nicht sagt. Du hast ihn eben gereizt. Da kannst du mal nicht leiden, wenn man ihn bei seinen Reden unterbricht. Du bist natürlich auf seiner Seite. Das hätte ich mir ja denken können. Das bist du ja immer. Ich habe mich nicht von ihm verabschiedet, weil du jetzt mein Mann bist. Naja, für die 5 Tage, die wir hier sind. Auch bestimmt ist unser Zimmer hübsch, Viktor. Wir wollen unsere Hochzeitsreise ja wohl nicht im Zimmer verbringen. Komm. Alter schreibt man ja wohl groß. Vor allem in dem Zusammenhang. Weißt du noch, als du uns im Juni in Pönchen besucht hast? Was soll ich wissen? Wir beide im Schilf und im Kornfeld. Ach so, das. Erinnere mich bitte nicht daran. Du hast es mir nicht leicht gemacht. Oh nein. Es ist nicht dein Verdienst, wenn du heute unberührt in die Ehe gehst. In die rechte Ehe. Du liegst im falschen Bett. Wieso? Der Mann liegt rechts. Ich schließe das Fenster. Die Seeluft ist zwar gesund, das muss ja nicht jeder mitkriegen, falls du eventuell... Hast du etwa Hunger? Hunger? Wieso? Im deutschen Mittelalter war es ein schöner Brauch, dass man dem Paar den Brauthahn ans Brautbett brachte. Was? Das war ein kunstvolles Gebäck. Auf der anderen Seite war es auch üblich, dass der Pfarrer das Brautbett vorher segnete. Stell dir bloß vor, dieser verkalkte Pastor Merzin würde hier noch herumsalbadern.
brauche dir wohl nicht zu sagen, dass dies ein großer Augenblick ist. Bist du bereit? Kann ich das Licht ausmachen? Victor wird seine Triebhaftigkeit gegenüber seiner Frau meistens mannhaft in Zucht halten. Er ist kein Heiliger, aber er trachtet danach, in der Ehe seine Ideale zu verwirklichen. Ein ganzes Volk glaubt schließlich an die Keuschheit seines Führers. Später führt Victor Buch über den Zyklus seiner Frau und richtet seine Besuche auf Pönichen entsprechend ein. Maximiliane nennt sein Notizbuch das Zuchtbuch. Nichtswürdig ist ein Volk, das nicht sein Alles setzt an seine Ehre. Und diese Ehre gebietet, dass wir eine Brücke schlagen von der ruhmreichen Vergangenheit des deutschen Volkes und Reiches in eine noch hellere Zukunft. Wir müssen Vergangenheit und Zukunft zusammenschweißen zu einem einzigen, ehernen, gewaltigen Gang unseres Volkes durch die Geschichte. Und wo bleibt die Gegenwart? Die Gegenwart? Die Gegenwart allein für sich ist nichts, gar nichts, wenn sie nicht den Keim in sich trägt für eine Zukunft. Den Samen für eine Frucht, die das deutsche Volk durch Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch ernten wird. Und dieser gewaltige Strom ins Kommende, ins Werdende, das ist Adolf Hitler. Ein Strom, der uns alle mitreißt, ob wir wollen oder nicht. Und gleichzeitig ist er die mystische Brücke über diesen Strom, die einzigartige Vergangenheit des Deutschen Reiches mit seiner noch ruhmreicheren Zukunft verbindet. Das ist's, dass seine Seele an die Sterne strich und er doch Mensch blieb, so wie du und ich. Wer? Der Führer? Mensch blieb, so wie du und ich. Wer hat denn das verbrochen? Reichsjugendführer Baldur von Schirach. So, also gut. Guck mal, die Möwen! Du musst dir abgewöhnen, auf alles mit den Fingern zu zeigen. Das ist die Erde. Du machst dir bloß die Hände schmutzig. Außerdem ist das nicht die Erde, sondern Erde. Die vorgesehenen 5 Tage werden Victor und Maximiliane lang. Was sollen auch 2 Menschen miteinander sprechen oder tun, von denen der eine nur die ganze Erde, der andere nur Erde kennt? Von denen einer sich für das ganz Große und das große Ganze in die Bresche schlägt, während der andere sich dem kleinen, alltäglichen, lebendigen verbunden fühlt. Morgen, Baron. Morgen, Kalinski. Sie haben angeordnet, dass zu den Rüben Kartoffeln an die Schweine zugefüttert werden sollen. Habe ich, Kalinski. Und warum? Das kann ich Ihnen genau sagen. Weil die Rüben dieses Jahr keine Kraft und keine Saft haben. Kartoffelfütterung an Schweine verträgt sich nicht mit dem 4-Jahres-Plan des Führers, Herr Baron. Wieso? Will der Führer keine ordentlichen Schweine? Sie können das Problem nicht einfach so ins Lächerliche ziehen. Das tue ich doch gar nicht. Ich weiß eben nicht so gut wie Sie, was der Führer genau will, und deshalb frage ich Sie. Herr von Quint, die Prinzipien des 4-Jahres-Plans besagen ganz eindeutig. Was wollen wir 2 uns ärgern, Kalinski? Sollen die doch das oben auf höherer Ebene entscheiden? Ich weiß nicht, was Herr Baron im Auge haben. Ja, Sie wissen doch, dass ich jetzt eine höhere nationalsozialistische Persönlichkeit in der Familie habe. Morgen kommt der gute Viktor von der Hochzeitsreise wieder, und da werde ich ihn bitten, das Problem der Zusatzfütterung der Pönicher Schweine im Reichssippenamt in Berlin zur Erörterung und zur Entscheidung zu bringen. Und von der dort getroffenen Entscheidung werde ich Sie dann in Kenntnis setzen. Einverstanden? Die Pönicher Schweine bekommen weiterhin Kartoffeln, sodass Quint für Eingeweihte eine neue Quintessenz prägen kann. Der Führer will eben auch anständige Schweine. Also eins verstehe ich nicht, Herr Baron. Warum haben wir eigentlich den Palke entlassen? Recht hast du, Riepe. In diesen Zeiten kommt nichts Besseres nach.